Willkommen zurück bei Explosiv an diesem Mittwoch. Die können sich hier ruhig übergeben. Wir müssen nach dem Oktoberfest sowieso renovieren, sagt die Managerin eines Hostels direkt in der Nähe der Wiesen. Das gibt schon mal einen ganz guten Eindruck, was sich dort derzeit abspielt. Noch genauer zeigen es die Bilder von Annette Engelke und Belkis Domus. Keine Angst, es wird eher peinlich als eklig. Das Fest auf den Wiesen ist aus, wenn's am schönsten ist. Spätestens um Mitternacht gehen die Lichter in den Zelten aus. Partywütige suchen sich dann ein Plätzchen zum Weiterfeiern und werden kaum 500 Meter entfernt fündig im Easy Palace. Das Hostel ist für seine Afterwiesen-Partys bekannt. Hierher kommen Gäste, die bereits ordentlich vorgeglüht haben. Hier fallen alle Hemmungen, denn der Alkoholpegel steigt stetig weiter. Ärger ist programmiert. Die Mitarbeiter stehen unter Stress und sorgen für Ruhe und Ordnung. 20 Uhr, die Ruhe vor dem Sturm. Bevor die Party beginnt, gibt die Leiterin der Nachtschicht, Caro, noch letzte Anweisungen. Die Partycrew besteht aus 8 Personen. Sie kümmern sich um den Alkoholnachschub. Heute Abend herrscht im Hostel der Ausnahmezustand. Ihr wisst, wir renovieren sowieso nach der Wiesen. Also das Haus wird ja general überholt. Wir nehmen es nicht so streng. Wenn sich jetzt mal jemand übergeben muss oder sowas, kommt alles vor. Heißt im Klartext, die Gäste dürfen sich hier ausnahmsweise richtig gehen lassen. Unser Hostel hier, das ist eigentlich auf der Pool-Position. Wir sind hier ungefähr 500 Meter Fußweg vom Wiesengelände entfernt. Um 22 Uhr beginnt die Schicht für Ivana. Die Studentin ist nur während der Oktoberfestzeit im Hostel tätig. Im Trachtendirndl sorgt die 22-Jährige für den richtigen Alkoholpegel bei den Gästen. Als Schottgurtmädchen mischt sie sich unter das Partyvolk. Eine stressige Angelegenheit, denn irgendwann sind die meisten betrunken und bestellen nur, wenn sie einen mittrinkt. Ich habe eigentlich meistens noch eine Flasche in meiner Tasche und ich tue so, als ob ich nachtrinke und spuck dann alles rein. Leider, weil ich kann ja nicht die ganze Zeit mittrinken, sonst wäre ich am Ende des Abends total betrunken. In der Bar des Hostels wird schon ordentlich gefeiert. Auch wenn die Preise um das Dreifache gestiegen sind, ist der Alkohol hier immer noch billiger als in den Zelten auf der Wiesen. Deswegen trinken 350 Partygäste, was das Zeug hält. You drink lots of beer, you dance, and the Germans are lovely. Inzwischen schenkt Ivana einen Kräuterschnaps nach dem anderen ein. Sie arbeitet ca. 6 Stunden pro Nacht und bekommt 12 Euro die Stunde. Sie macht einen Umsatz von mehr als 450 Euro. Die meisten Gäste greifen bei ihr zu, weil der Schnaps nur 1 Euro kostet. Ein Schnäppchen. Ich wurde bis jetzt noch nicht eingeladen, aber es kommt sicher noch. Zusätzlich zu den Hostelgästen kommen auch die Münchner in den Easy Palace. Um die kümmert sich dann Security-Mann Tunjai. Er ist seit 2 Jahren Türsteher und weiß, wie er mit betrunkenen Gästen umgehen muss. Ich sag mal, hier gibt es eigentlich keine Probleme. So im klassischen Sinne wie eine Diskothek oder so. Es ist zwar jetzt hier Party, aber die Leute sind ziemlich locker drauf. 2 Uhr morgens. Nach mehreren Stunden Dauersaufen können die meisten Gäste nicht einmal mehr stehen. Der Alkohol stört die Koordination der Gliedmaßen. Und nicht nur die Hemmungen fallen. Eine Frau ist gestürzt und hat sich an einer Scherbe geschnitten. Caro macht sich ein Bild von der Lage. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Wir brauchen keinen Krankenwagen rufen, ist nur eine Schnittverletzung. Ins Partyhostel kommen zur Wiesenzeit Gäste aus der ganzen Welt. Und nicht selten muss Ivana auch Sprachbarrieren überwinden. Ein russischer Gast scheint sie nicht zu verstehen. Statt zu bezahlen, möchte er lieber Körperkontakt. Englisch ist zuweilen eine schwere Sprache. Ein wenig verwirrt bleibt Ivana zurück. Doch die Studentin ist hartnäckig und kassiert am Ende dennoch ab. Für die 27-jährige Managerin Caro ist es höchste Zeit für einen Kontrollgang. Das Hostel hat 5 Etagen und 65 Zimmer mit über 280 Betten. Trotzdem soll ein Paar in der Besenkammer einen Bäcker-Quickie machen. Kontrollgänge sind immer nötig. Man erlebt die tollsten Überraschungen. Ja, wie zum Beispiel gerade 2 Leute in der Putzkammer in Flagranti fast erwischt, gell? Aber ja, die haben dann schnell das Weite gesucht.
Inzwischen trinkt Ivana ihren fünften Jägermeister. Doch die 22-Jährige hat ihr Alkoholpensum erreicht und muss in die Trickkiste greifen. Sie spuckt den Schnaps zurück in die Flasche. Kein Problem, der Gast merkt es nicht einmal. Aber auch die Gäste haben ihr Limit erreicht. Nichts geht mehr die Kehle runter. Leider sind sie schon alle betrunken und keiner will so viel trinken, aber an sich läuft es ganz in Ordnung. 4 Uhr morgens. Security-Mann Tunjay hat seinen Einsatz. Ein betrunkener Gast an der Theke macht Ärger. Auch sein Kollege Stefan ist sofort zur Stelle. In solchen Fällen müssen die Sicherheitsmänner zu zweit auftreten und die Situation sofort klären, bevor sie eskaliert. Die Ansage sitzt, die Gäste ziehen ab. Ja, der Barkeeper kam und meinte, dass er zu viel Intus hat und aggressiv geworden ist. Und ich kannte ihn aber von gestern. Deswegen konnten wir auch miteinander reden und er hat es halt verstanden, dass er halt zu viel getrunken hat. Und die Party für ihn sozusagen auch zu Ende war. Um 5 Uhr morgens ist die Party im Hostel so gut wie gelaufen. Die Bilanz, ein sechselndes Paar in der Besenkammer, eine Schnittwunde und ein aggressiver Gast. Eigentlich ein ganz normaler Wiesenabend im Partyhostel. Am nächsten Morgen sind die Spuren der Party in den Zimmern zu besichtigen. Die Gäste haben bereits ausgecheckt. Caro ist schon mitten beim Aufräumen. Während sie die Zimmer putzt, ziehen sich die ersten Partysüchtigen auf den Gängen schon wieder ihre Lederhosen an und gehen auf die Wiesen zum Weitersaufen.